Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht als Mann: Willst du einen Mann verstehen, musst du ein Mann sein. Willst du eine Frau verstehen, dann musst du der liebe Gott sein. Also wissen Sie, das Ganze ging ja im Paradies schon los, nicht wahr? Wir wissen es. Und Adam war sehr irritiert. Einmal wie Eva aussah, blendend, wie sie sich manchmal verhielt, irritierend. Und so fragte Adam eines Tages den lieben Gott: Lieber Gott, sag mir doch bitte, warum hast du Eva so ungeheuer schön gemacht? Und der liebe Gott antwortete: Adam, doch nur zu deinem Wohlgefallen. Ja, aber, lieber Gott, dann verstehe ich nicht, fragte Adam weiter, warum hast du sie denn gleichzeitig so ungeheuer dumm gemacht? Und lieber Gott gab Adam wohl die treffende Antwort: Adam, damit sie es mit dir aushalten kann. Warum trägt die Braut eigentlich zur Hochzeit weiß? Oh ja, sagten, das ist doch ganz klar, sagten die meisten. Die Freude, die Unschuld, die Glückseligkeit, das, was sie in Zukunft erwartet. Und, fragten die anderen, warum trägt denn dann der Mann schwarz? Ja, das war ein Mann, wissen Sie, der hat vor der Hochzeit gesagt: Die Frauen sind das Licht des Lebens. Ein Jahr nach der Hochzeit hat er ein Jahr später gesagt: Und die Ehe ist die Stromrechnung. Hörgerät. Spielt man Glück bei den Frauen, weil die Herren Musik machen kann.
Da geht er hin.